3, 2, 1. Buh! Hallo, ihr liebe Kinder! Haben wir euch erschreckt? Wir sind wieder, Steve und Buh Oscar ist heute mit dabei. Und wir wollen heute. Buh! Was wollen wir heute bauen für die lieben Kinder? Basteln? Stimmt, du hast recht. Wir bauen ja keine Laterne, sondern wir basteln eine Laterne. Und dazu haben wir jede Menge Equipment heute vorbereitet oder eingesammelt, mitgebracht. Oscar, wir haben eine ganz wichtige Aufgabe heute. Wir müssen den Kindern und den Eltern alles erstmal zeigen, was wir benötigen für unsere Laterne. Wir fangen mal auf der linken Seite an. Oscar, was haben wir hier? Kreide haben wir hier, richtig. Dann ein Draht. Genau, ein Draht. Was haben wir hier? Kleber. Pinsel. Ah, für die Maske hier, sehr gut, ja. Hübsch. Pinsel. Dann Gummis. Genau, zwei Ohrringe. Ach nein. Genau, zwei Gummis. Dann, was haben wir hier noch? Auch Kleber. Genau, Kleber, damit wir die Laterne hinterher mit unseren Initialen bekleben können. Dann haben wir hier eine Slange. Nein, was ist das hier? Eine Leuchtkette. Genau, eine Lichterkette, richtig. Dann von was kleben. Genau, das ist Transparentpapier. Ganz wichtig, Transparentpapier. Warum? Sehen wir später. Oh ja, das ist die Größe der Pinsel. Dann haben wir noch? Das ist der kleinste. Was haben wir hier? Kuckuck. Tesafilm. Tesafilm, richtig. Das ist der größte. Das ist der größte? Na, der ist breiter und der ist spitz. Okay, was haben wir hier noch? Messers. Genau, zwei Messer. Und für unsere Laterne. Eine Laterne für mich. Genau, eine Laterne für dich. Das ist ein Tetrapack, wo ich die äußere Hülle schon abgerissen habe, damit man das besser bekleben kann und bemalen kann. Okay. Und dann haben wir noch Farben. Welche Farben haben wir? Zwei und rot. Blau und rot. Blau und rot, genau. Und das Allerwichtigste ist, die Laterne, die kann ja nicht schweben von alleine, sondern die wird gehalten mit einem Pinsel. Stock. Mit einem Zweig. Ein Zweig. Genau, den haben wir heute aus dem Garten geholt. Ach so, und das haben wir noch vergessen. Blätter. Kann man auch wunderbar nutzen, um die Laterne zu dekorieren. Die legen wir mal beiseite. Denn wir haben uns überlegt, wir machen eine Hauslaterne. Ja. Jetzt müssen wir uns erstmal in das Haus ein paar Fenster einzeichnen. Und was braucht ein Haus noch? Eine Tür. Eine Tür, genau. Da würde ich jetzt, wo ist vorne, wo ist hinten in der Laterne? Wo ist die Eingangstür? Auf der Seite. Gott. Darf ich die Tür einzeichnen und du schneidest sie aus? Ja. Eine Tür, die dann zu beiden Seiten aufzuklappen geht. Okay, wir haben eine Tür. Was haben wir noch im Haus? Fenster. Wie viele Fenster wollen wir denn machen? Vier. Vier Fenster. Auf jeder Seite ein Fenster. Das ist doch super. Das ist das erste. Jetzt darfst du auch ein Fenster einzeichnen. Aha. Ein bisschen döller aufdrücken, bitte. Dann haben wir zwei Fenster. Daneben, ich möchte noch ein längliches. Eine Tür. Eine Tür haben wir unten schon. Und hier darfst du noch ein Fenster einzeichnen. Da. Okay. So, jetzt geht es auch schon daran. Mit dem Messer. Genau, mit dem Messer. Ich möchte dir gerne einmal das Arbeiten mit diesem Messer zeigen und danach darfst du es dann machen. Klinge raus und dann drücken wir das hier ein.
Siehst du das hier? Wir drücken das hier ein. Dann ziehen wir das vorsichtig rüber. Und schon haben wir das erste Fenster ausgeschnitten. So. Ging doch eigentlich relativ einfach, wie ich finde. Es hat sehr gut geklappt. Okay, lieber Oskar, wir machen mal das nächste Fenster raus. So. Wir reißen das mal ab, Oskar. Guck mal, wir reißen das mal hier so raus. Okay. Und du darfst hier noch ein Stück rausschneiden. Vom Körper wegziehen. Moment, Moment, andersrum. So, genau. Oh, sehr gut. Dann lass uns einmal kurz schauen. Also, wir haben hier ein großes Fenster. Und die Fenster können ja aussehen, wie sie möchten. Hier ein kleines. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier die Tür. Okay. Und auf der anderen Seite auch noch ein Fenster. Hier würde ich gerne noch ein rundes Fenster reinschneiden. Ist das okay, wenn ich es mache? Ja. Dankeschön. Dann haben wir unsere Fenster. Jetzt sieht das natürlich noch nicht sehr schön aus. Ganz genau. Und jetzt nehmen wir Farbe zur Hilfe. Mit welcher Farbe wollen wir beginnen? Blau. Mit Blau. Gut. Einmal schütteln. Ruhig ein bisschen weniger Farbe, weil es muss ja auch noch alles trocknen. Welche Farbe sollen denn die Fenster haben? Blau. Blau auch. Muss ich mal gucken, ob ich Blau habe? Oh ja, da haben wir ja Glück. Ist das Blau genug? Ja. Das Transparentpapier haben wir ja mehrere Möglichkeiten. Wir können entweder Tapetenleim nehmen oder unseren Prittstift, also den normalen Klebestift. Oder aber halt, wir nehmen ein komplettes Papier und knüllen es nur rein von innen. Sehr gut. Möchtest du hier auch die ganze Fläche wieder machen? Ja. Okay. Ich will die ganze Fläche nicht machen. Nicht die ganze Fläche machen, gut. Wir haben eine Seite bemalt mit Blau und eine mit Rot. Jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, die anderen zwei Seiten zu bemalen. Oder was möchtest du machen? Den Zweig schon ranmachen? Ah, wir haben aber noch ein bisschen mehr Arbeit vor uns. Genau, leg's schon mal zu dir hin. Also, wo finden wir denn jetzt ein O? Ein O wie Oskar. Bitteschön. Das kannst du darauf kleben. Ein S wie Steve. So, vielleicht seht ihr schon, man kann natürlich ganz viele verschiedene Sticker nehmen. Aber wir müssen noch die trocknen lassen. Wir müssen die auf alle Fälle, ja, das ist, da hast du recht. Wie können wir denn das Trocknen unterstützen? Hast du eine Idee? Wollen wir mal pusten? 3, 2, 1 und los. Vielleicht seht ihr das auch, da ist die Farbe schon relativ trocken. Siehst du hier, das Fenster ist jetzt blau. Aber hier ist so eine Farbe. Ich hoffe, ihr findet unsere Laterne genauso toll wie wir. Es ist ein sensationelles Einzelstück. Festhalten, 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 festhalten. Ja. Oh, brauchen wir so viel? Wo haben wir denn unsere Lichterkette? Da. Wo ist sie? Da. Ah, da sehe ich sie. Dann hole ich sie mal rein hier. Wir hatten uns ja vorher schon darüber unterhalten, wie wir das machen möchten. Und genau, mit dem Zweig hier. Und zwar haben wir eine Lichterkette, die mit einem An- und Ausschalter zu betätigen ist. Und ich habe jetzt gerade noch Batterien gefunden. Die müssen erstmal hier rein. Oh, siehst du die schon leuchten? Und jetzt stell dir vor, es ist ganz dunkel. Und das sind die einzigen Lichter, die wir haben, um von der Kita nach Hause zu kommen. Reicht das? Sehr gut, die können wir noch einmal beiseite legen und ich würde mich total freuen, wenn wir noch ein bisschen von unserem restlichen Transparentpapier
hatte ich ja vorhin gesagt, dass wir das noch etwas knüllen können, um den Lichteffekt zu erhöhen, dass wir das hier reinmachen, lieber Oskar. Ganz wichtig, wenn wir jetzt die Lichterkette ganz reinstecken würden in unsere Laterne, dann könnten wir die ja nicht an- und ausmachen, richtig? Richtig. Wir können jetzt natürlich unseren Draht nehmen und entweder den Zweig mit dem Tetrapack verbinden oder aber für diese leichte Variante reicht tatsächlich ein wenig Tesafilm. Ich gehe mit meiner Laterne und deine Laterne mit dir. Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Und damit können wir jetzt zum Laternenfest in der Kita oder zu Hause gehen.